Heute, was geht ab, Leute? Von hier bei einem Raid, Pike hier. Das ist zufällig ein X-Raid-Agenda, da sind auch viele Leute. Aber den habe ich echt jetzt zufällig mitgenommen, weil ein Kollege mich angeschrieben hat, ein Zuschauer auf Instagram. Ich habe ja heute das Video hochgeladen für euch vor ein paar Tagen, wo ich mich mit einem Zuschauer getroffen habe und der hat mir einen Clipbook getauscht. Leider wurde das nicht lucky, obwohl die Chance schon relativ gut war. Aber seitdem haben mich mehrere Leute jetzt angeschrieben. Ja, ein paar natürlich nicht so seriöse Angebote. Aber der Kollege hier aus München hat gesagt, yo, Digga Hong, Schwabing, wir können uns gerne treffen. Ja, und zufällig hier beim Raid habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Raid hier. Falls du in der Nähe bist, komm vorbei. Deswegen machen wir schnell hier diesen Raid. Und dann gebe ich ihm, glaube ich, mein ältestes Pokémon. Dragogan, August 2016. Die Chance ist nicht 100%. Und so wie ich mich kenne, werde ich ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Ich habe davor schon mit einem Kollegen getauscht. Ein paar Sachen, die blende ich euch nach dem Raid nochmal ein. Lief ganz gut, für ihn ganz gut. Er hat meinen Lucky Clipbook bekommen. Er hat dafür auch ein sehr altes Galaxo hergegeben. Also, wie gesagt, August 2016 und Juli, das sind so 75%. Plus nochmal Eventbonus. Also, an sich schon ganz okay. Ich habe bekommen jetzt einen Lucky Miltang, Lucky Manfaxo und Lucky Knospi. Also drei neue für die Sammlung. Aber wie gesagt, das blende ich euch nach dem Raid nochmal ein. Und dann jetzt hoffentlich mit dem Kollegen, der übrigens in Shorts rumläuft bei diesem Wetter. Schaut, das geht raus. Ja. Lucky Clipbook. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das ist mein ältestes Pokémon, Dragogan. Aber ey, was macht man nicht alles für die Lucky-Sammlung? Ich meine, den verwende ich eh nicht so. Sentimentale Werte, Erinnerung. Ja, ein bisschen, aber ich bin da radikal, ich bin da eiskalt. Aber mehr seht ihr nach diesem Raid. Mein erster Hund war auch ziemlich schwach, tut mir leid, Leute. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe an das Clipbook gedacht. Sorry. Kurzer Unterbrecher wegen Husten. Da habe ich mit wilden Pike hier gekämpft. Ich glaube, der hat auch Wetterboost. Müsste Wetterboost haben. Fertig. Also ich will nicht unbedingt noch einen 100er. Ich will mein 100er Glück jetzt nicht für einen doppelten verbrauchen. Oh, aber der ist erstmal mit Wetterboost und gar nicht so schlecht. Ich glaube 28,20 war 100. Also ist das potenziell ein 98er, falls ich die Zahlen richtig im Kopf habe. Könnte natürlich auch 28,30 oder sowas sein. So, da ist er. Schneller V-Check. Mal schauen, ob ich mich richtig erinnert habe. Oh ne, okay, weit entfernt. Ich blende euch, wie gesagt, das jetzt ein und dann kommt der Moment der Wahrheit. Ja, direkt, komm, direkt neu. Direkt in die Vollen? Ja. Direkt in die Vollen. Na dann. Direkt in die Vollen, sagt der Kollege. So soll's sein. Ups, warte, das ist bei weitem nicht mein ältestes. Also erstmal Shoutout und Grüße an den Kollegen hier. Er kriegt jetzt mein erstes Dragogan. Oha. Okay. 75% plus Eventbonus. Wenn der es nicht wird, weiß ich auch nicht. Ich drück dir alle Daumen. Danke.
Gott, schlägt schon ein bisschen. Da ist er! Das hat sich gelohnt. Danke dir. Sehr gerne. So, Ostbahnhof angekommen. Der Tausch verlief ja gut. Ich treffe mich hier mit ein paar Kollegen, um noch ein bisschen weiter zu tauschen. Schauen wir mal, ob wir unser Glück weiter ausbauen können. Und ein bisschen EP können wir auch machen. Der Bus, der 62er, das ist hier die Route. Aber schauen wir mal, wo die anderen sind. Ah, da sind sie. Nein! So, kleiner Sprung, kleiner Schnitt. Das, was ihr gerade gesehen habt, das war am Samstag, vor 2 Tagen. Also für euch drei. Heute ist Montag. Das Video seht ihr aber am Dienstag. Samstag. Hab mich noch mit ein paar Kollegen getroffen. Bin ein paar Runden Bus gefahren. Die waren hauptsächlich auf Shiny-Tour. Shiny-Spoink. Schnell alle Spoinks anklicken auf der Tour. Ich war natürlich auf EP-Jagd. Ich hatte schon mein Shiny-Spoink. Aber auf der Tour habe ich mein zweites Shiny-Spoink bekommen. Ein paar EP gemacht. Bisschen getauscht mit den Kollegen, aber kein neues Lucky bekommen. Ja, das Wetter an sich in den letzten 2 Tagen ziemlich räudig. Ziemlich schlecht. Sonntag war ich auch ein bisschen auf Tour unterwegs. Hier und da mit ein paar Kollegen getauscht. Hauptsächlich EP gemacht und Bus gefahren. Habe mein Wochenendziel erreicht. Bin jetzt nicht so gehypt drüber. Nicht so. Freut mich jetzt nicht so unbedingt, weil das war eher Plan B. Zwar habe ich die 140 Millionen geknackt. Darüber gehen wir aber wahrscheinlich morgen. Ist ja so eine Art Tradition geworden, dass jedes Mal, wenn ich eine neue Level 40er Stufe erreiche, das dann mit dem Video davor vergleiche. Das sind jetzt 7x Level 40, sprich das Vergleich mit dem 6x Level 40 Video, 120 Millionen. Das war irgendwann im Dezember. Ich treffe mich gleich noch mit einer Kollegin, ein bisschen tauschen, mal schauen, ob da noch was geht. Abgesehen davon, eine kleine News. Niantic hat was Cooles gemacht. Und zwar haben sie ihr Coverbild, ich glaube auf Twitter, geändert. Und das neue Bild hat halt so Farbflecken, so Spritzer. Und das ist halt so ein kleines Indiz, Hinweis auf Farbigel, der hoffentlich endlich mal kommt. Ist Gen 2. Ja, und der ist immer noch nicht da. Schon eine klasse Sache. Naja, auf jeden Fall was Cooles gemacht von Niantic. Props gehen raus. Ja, aber mal schauen, wie viel EP ich noch machen kann. Und wir sehen uns nach dem Tauschen. Oder beim Tauschen. Okay, ich hoffe, das mit dem Wind passt so. Weil ich habe jetzt echt keinen Bock, für die kurze Szene den Windschutz aufzusetzen. Wir sind 3 Agen nebeneinander. Ich bin ja jeden Tag momentan am Agen machen. Ich habe da so meine Linie. Also eigentlich ist es die U-Bahn-Linie. Und da arbeite ich die Station durch. Jetzt bin ich bei Müllertshofen angekommen, diese 3 Agen hier. Hab mich hier reingesetzt, da hat ein Kollege geschrieben, morgen bist du gerade bei der Kirche. Ich so, ja, ist ein Kollege. Ich habe ihm geschrieben bezüglich Tauschen, wollten uns irgendwann diese Woche treffen. Er hat sich jetzt gut ergeben, dass er mich gesehen hat, gestalkt hat, mich gefunden hat und jetzt ist er auf dem Weg hierher. Da ist er, glaube ich, auch schon. Mal schauen, was er uns bieten kann. Seid gespannt, ob wir Glück haben. Das war ein anstrengender Tag, beziehungsweise ein anstrengendes Wochenende. Eine Menge getauscht, eine Menge Leute aufgesucht, beinahe schon gestalkt, nur wegen der Lucky Jagd. Ich habe euch jetzt dazwischen was eingeblendet, habe mit dem Kollegen Max von Boom getauscht. Shoutout geht raus an ihn. Ihr seht gleich, was ich alles getauscht habe. Und an die Kollegin Eileen, weil die haben echt ein paar große Opfer gebracht, nur um mir zu helfen. Gehen wir erstmal hier runter zum Kollegen Max von Boom. Ihr seht, er hat hier die ganzen Illumis hier reingeschleudert, verballert nur für mich. Und beim 4, 7, 10, 13, 16. Versuch hat es endlich geklappt. Lucky Illumis. Ihr habt natürlich auch ein paar Opfer gebracht und da relativ alte Pokémon, auch so verrückte 100er und sowas, verballert. Natürlich 100er, die ich mehrfach habe, dementsprechend ist es noch verträglich. Zum Beispiel, keine Ahnung, Zubiris. Von Halloween 2017 oder sowas. Habe ich natürlich schon eins gemaxt und noch 2 rumliegen, deswegen eins hergegeben. Ja, und 96er Chanera von uralten Zeiten ist es dann geworden. Nach 16 Versuchen. Sehr geil. Das hier, Bronze. 3 neue. Dank Max von Boom. Hat mir echt alles gegeben, was er hatte. Ein-Mann-Tipps hatte er. Ein Kindwurm. Einmal diesen Hund mit Schild oder Maske. Einmal die Katze. Einmal den Fisch. Ein Geolo. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, wie gesagt, nochmal danke an Max von Boom. Und dann, ja, die Eileen hat auch ein großes Opfer gebracht. Erstmal hat sie mir ihre 2 Mobile getauscht und ich hatte das Mobile noch gar nicht, daran habe ich gar nicht gedacht. Das war ein Spezialtausch für sie. Das heißt, ihren Spezialtausch hat sie auch noch geopfert.
aber leider umsonst. Ich habe mein ältestes Aquana irgendwann November 2016 und mein ältestes Akani irgendwann Dezember 2016 hergegeben, aber sollte leider nicht sein. Leider. Ja, für einen Lucky Skogler hat mir noch gefehlt, aber ja, nicht so toll. Sie fragt mich noch so, okay, was willst du haben, okay? Ich sage, ja, okay, mach mal erst Skogler. Und dann, bam, genau wird Skogler. Hätte ich einfach gesagt, Mobile. Einfach direkt Mobile, Alter. Dann, letzter Punkt. Ich habe vorhin noch vom Farbigel gesprochen und dass der hier angeteasert wird auf Twitter und so mit diesen ganzen Farbklecksen. Schilling hat jetzt auch Profilbilder mit den ganzen Farbklecksen und so. Und der Kollege Marc hat mich auf eine interessante Idee gebracht. Sogar eine sehr, sehr interessante Idee. Ich überlege gerade, das in den Titel zu packen, aber das ist schon echt zu weit hergeholt. Also ich kann das nicht einfach in den Titel hauen. Obwohl das echt eine Menge Klicks wahrscheinlich bringen würde. Aber seine Theorie ist, ein Teamwechsel, wenn Farbigel kommt. Klingt erstmal sehr verrückt, aber passend dazu habe ich auch einen Artikel von den Kollegen von Noah, mein MMO, wird unten verlinkt in der Beschreibung. Zufällig passend zu der Theorie hat er einen Artikel, Pokémon Go Spieler, wann kann man endlich das Team wechseln? Er berichtet nicht über die Theorie, er berichtet nur über Teamwechsel. Letzter Satz, okay? Das ist nun neu. Vor einigen Tagen wurde die Niantic-Mitarbeiterin Liz George auf die Frage, ob ein Teamwechsel in Zukunft möglich ist, mit dem, das ist etwas, das auf dem Plan steht und wir werden diese Information dazu so schnell wie möglich mit euch teilen. Okay? 2018 war ein arbeitsreiches Jahr und auch 2019 wird es werden. Okay. Sehr interessant. Das ist etwas, was auf dem Plan steht. Hätte ich nicht mal damit gerechnet. Da steht in dem Artikel, wie gesagt, lest euch den durch, wenn ihr Interesse habt. Und jetzt die Theorie von Marc, weil ihr könnt einfach mal Farbigel googeln. Da gibt es so ein Bild oder mehrere Bilder. Er benutzt drei Farben. Rot, Blau und Gelb. Zum Beispiel auch, ich blende es mal hier ein, im Anime, wo er Ash, Misty und Rocko bemalt. Die sind auch Rot, Blau und Gelb. Zufällig, ja, die drei Teamfarben. Und war schon Farbe, Malen, andere Farben verwenden, übermalen und sowas. Und jetzt, wie gesagt, dieser Artikel ist zwar echt weit hergeholt, aber man weiß ja nie. Man weiß echt nie. Vor allem nach diesem Statement. Eure Meinung unten in die Kommentare. Würdet ihr das feiern? Wollt ihr euer Team wechseln? Oder bleibt ihr loyal eurer Farbe gegenüber? Sehr interessante Theorie. Wie gesagt, Shoutout an Noah, checkt seinen Artikel ab. Und Shoutout an Marc für diese Info oder für seine Theorie. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscribe. Oh ja! Und danke an alle, die mit mir dieses Wochenende getauscht haben und meine Lucky-Sammlung erweitert haben. Vielen, vielen Dank. Ich kann mich echt nur bedanken. Die Lucky-Sammlung, da fehlt nicht mehr viel. Update demnächst, aber das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.